Hallo. So, ich stelle euch heute mal das Xiaomi Mi Pad 4 Plus vor. Das ist der Nachfolger vom Mi Pad 4 ohne Plus. Und zwar, das neue ist einfach ein Tickerle größer geworden, um 5 cm. Ja, das kam jetzt auch erst vor einem Monat raus. Ich glaube, das war der 14. August, soweit ich weiß. Und ja, ich habe mir das jetzt einfach mal bestellt aus China. Trading Shenzhen heißt die Firma, wo ich es gekauft habe. Eigentlich sehr, sehr, sehr gute Firma. Wenn du ein Problem hast, kannst du dich immer bei denen melden und so weiter. Die helfen dir auf jeden Fall weiter, auch wenn es um Zollgeschichten geht. Ja, ich habe jetzt mal alles hier schon ausgepackt. Hier das. Okay, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Hier ist eine schöne matte Folie drauf auf dem Display und schön in Schwarz. Hier oben ist die Kamera. Im Prinzip sieht eigentlich alles so aus wie auch beim Handy. Das Handy oder anders. Das Video wird gerade mit einem Xiaomi Mi A1 gedreht. Auch das Handy, was vor einem Jahr rauskam, wirklich sehr gutes Gerät. Deswegen habe ich mich jetzt auch für das Tablet hier entschieden. Ja, zu laden ist das Ganze mit einem Typ-C-Stecker. Sehr vorbildlich, sehr fortschrittlich. Ja, dazu gab es dann hier einmal einen chinesischen Stecker, den ich aber eigentlich nicht benutzen werde. Das Ding, dafür habe ich im Prinzip auch keine Verwendung, das haben sie halt dazugelegt. Das ist halt für den europäischen Markt. Ja, aber dadurch, dass man das ja hier mit Kabel laden kann, nehme ich einfach ein normales Netzteil. Dann gab es hier dazu eine chinesische SIM-Karte. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist eigentlich ganz nett, dass man die direkt mitgeliefert bekommt. Das hier ist quasi das Werkzeug, um den SIM-Karten-Slot bzw. den Slot für den erweiterbaren Speicher ja, aufzumachen. Ich weiß gerade nicht, ob ich es erwähnt habe, 64 GB hat das Gerät. Ja, machen wir es mal an. Okay, sieht man schlecht. Mal schauen, bisschen aus der Sonne gehen vielleicht. Genau, jetzt sieht man es ganz gut. Ich habe mich hier schon im WLAN eingeloggt. Ein Riesenvorteil davon ist einfach, man hat keine großen vorinstallierten Sachen drauf, im Prinzip eigentlich gar nichts. Halt hier Kamera-App und Play Store. Die Version gibt es jetzt im Moment nur auf Deutsch und sorry, auf Englisch und auf Chinesisch. Was allerdings nicht so dramatisch ist, weil ich bin mir sicher, dass Xiaomi da noch eine Version rausbringt mit deutscher Sprache. Ansonsten ja. Was kann man dazu sagen? Man kann mal die Kamera testen. Ist eigentlich ganz hübsch soweit. Machen wir mal die Kamera nur von dem Handy und jetzt mit dem Tablet davor. Ja, ich finde, damit kann man gut leben. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich habe 320 € dafür bezahlt, plus nochmal ein bisschen Zollgebühren. Ist eigentlich alles im Rahmen. Vergleichbare Hersteller machen, würde ich mal sagen, nicht so gute Tablets. Auch wenn man sich mal die Hardware anschaut, das werde ich jetzt nicht runterrattern, weil das könnt ihr im Internet nachlesen. Denke ich mal, ist man ganz gut bedient mit Xiaomi und ja, wenn man sich da einliest, dann merkt man das, glaube ich, auch ziemlich schnell. Ja, das war's auch schon von mir und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß mit eurem vielleicht neuen Tablet, wenn ihr das auch kaufen wollt.